360 Football hier mit einem neuen Video. Heute eine Art von Tutorial, wo wir Vollspannschüsse, aka Powerschüsse zeigen, wie man da richtig Kraft dahinter bekommt. Wir schauen die Fußstellung an, Standbein und so weiter, geben da einige Tipps und zeigen natürlich auch ein paar Schüsse von uns. Devin ist der Erste. So wird's gemacht. Let's go! Gehen wir als allererstes mal durch, wie man das Setup eigentlich haben muss beim Knallerschuss von Devin. Also Standbein muss wirklich neben den Ball, da machen viele den Fehler, dass das Timing nicht stimmt, gerade wenn der Ball am Rollen ist. Aber man muss hier wirklich stabil sein und direkt neben dem Ball. Und dann der zweite Punkt, mit dem rechten Fuß jetzt in seinem Beispiel wirklich anspannen, durchstrecken, dass hier fest ist, Spannung reingeben. Und dann mit diesem Bereich hier eigentlich treffen. Das kann ein bisschen variieren von Spieler zu Spieler, aber plus minus hier, zeigen wir es mal so, in diesem Bereich. Dann ganz, ganz wichtig auch ansonsten den Rumpf anzuspannen, gerade denn, wenn du den Ball triffst, volle Anspannung und nach dem Schuss eigentlich auch nach vorne zu gehen, dass der Ball wieder nach unten kommt. Das wären mal die wichtigsten Punkte. Jetzt zeigen wir mal ein paar Schüsse und vielleicht können wir auch noch auf weitere Sachen eingehen. Und so wird es von mir gemacht. So. So und nicht anders, oder Bruder? Genau so. Wow! Bonustipp, wenn du noch mehr Power haben willst, dann natürlich den Pregame gönnen, sowie das Kreatin von 360 Football. Dann wirst du diese Schüsse zerfetzen. Let's go! Jetzt wird Can getestet. Er nimmt sogar den rechten Fuß. Oh nein! Ey, Scheiße! Jetzt wird Can noch getestet. Er nimmt sogar den rechten Fuß. Oh. Für mich persönlich der allerwichtigste Punkt ist die Spannung hier im Fuß, dass man die Zehenspitzen wirklich nach unten drückt. Es gibt viele Spieler, die schießen und während der Bewegung geht die Zehenspitze wieder nach oben. Das sollte unbedingt verhindert werden. Wirklich so bleiben und durchziehen. Und dann im Knöchelbereich richtig anspannen. Mein Tipp für diese Hammerschüsse ist eigentlich wirklich, dass man gar nicht groß mehr auf das Tor fokussiert. Das Tor bleibt so stehen, jedoch der Ball, der bewegt sich, somit viel, viel wichtiger, den Ball richtig zu treffen, anstatt schon zu zielen, wo man hinschießen möchte. Natürlich auf links oder rechts, aber grundsätzlich ist die Voraussetzung, dass man den Ball richtig trifft, durch die Mitte durchläuft, Spannung haltet und dann, voilà. Wichtiger Punkt beim Training von diesen Schüssen ist, dass man es nicht übertreibt. Also per Session vielleicht 20, 30 Schüsse oder immer wieder mal 10, 15 Minuten übt, statt das eine Stunde lang zu machen. Sonst wirst du sicher Adduktorenprobleme bekommen oder sonstiges. Darum immer lieber konstant üben, immer wieder 10, 15 Minuten, statt gerade eine Stunde am Stück. Okay, und jetzt hammern Sie rein, Bruder. Mit dem schwachen Fuß jetzt. Golasso. Ah! Das war's mit dem Video, die Abschlüsse. Ich muss sagen, Nick und Devin, diese zwei machen es wirklich stark. Ich bin eher der Typ mit den Schlenzern, aber das kommt auch noch. Auf jeden Fall, vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren, die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, damit ihr nicht mehr solche Videos verpasst. Und dann
sehen wir uns im nächsten Video. Vamos!